So for the next talk of today, we're going to talk about a new open source. Bis dann schalten wir nochmal auf den Saal-Track. DBI means Dynamic Binary Instrumentation. Dynamics, well, you know, binary also. Instrumentation means to observe, monitor and modify some parts of a program. So, also der Talk wird gerade vorgestellt. Es geht einmal darum, was der Titel eigentlich bedeutet. Dynamische Binary-Instrumentierung bedeutet, dass man einmal die Instrumentierung zur Laufzeit vornimmt, und Instrumentierung bedeutet, Einsichten in die Anwendung zu erhalten. So, ein warmer Applaus für den Vortragenden, die Vortragenden. Also ich denke, die Heralds haben uns ganz gut vorgestellt. Wir arbeiten beide bei Quarkslop, was eine französische Security-Consulting-Firma ist. Und was wir bei Quarkslop machen, ist relativ viel Dynamic Binary Instrumentation, DBI kurz genannt. Und im letzten Jahr haben wir uns damit sehr viel beschäftigt. Und was wir in diesem Vortrag erreichen wollen, ist, dass wir etwas aufklären, was eigentlich so ein Dynamic Binary Instrumentation Framework ist, wie man sowas implementiert, wie man das benutzt und wie ihr das vielleicht auch in euren eigenen Projekten benutzen könnt. Ich fange jetzt erstmal bei ganz einfach an, mit einer einfachen Einführung. DBI ist im Prinzip einfach nur eine Transformation des Programms von sich selbst in sein eigenes Messtool. Das heißt, man kann den Zustand des Programms zur Laufzeit feststellen und observieren. Und man kann dann tatsächlich den Prozess des Einsammelns dieser Daten automatisieren. Und was kann man denn damit jetzt tun? Tja, die meisten von euch haben bestimmt schon mal C++ programmiert und vielleicht schon mal Valgrind benutzt. Und Valgrind zum Beispiel benutzt, um Memcheck auszuführen. Was Memcheck dann tut, ist, dass es einfach Memory-Allokationen und Deallokationen trackt und Speicherzugriffe trackt. Und mit diesen Informationen ist es in der Lage, sowohl Use After Free als auch Memory Leaks Probleme zu detektieren und die dann, oder zum Beispiel Buffer Overflows oder Out of Bounds Accesses zu detektieren. Ist also ziemlich nützlich. Ein anderer relativ populärer Anwendungsfall ist Fuzzing. Bei Fuzzing generiert man zufällige Eingaben und sendet das in das Programm in der Hoffnung, dass es dann crasht. Und was man aber eigentlich machen möchte, ist interessante zufällige Eingaben zu generieren. Und wir möchten im Prinzip wissen, ob die Eingaben, die wir reinwerfen, verschiedene Abschnitte vom Programm ausführen oder zur Ausführung von verschiedenen Programmabschnitten führen. Das heißt, wir möchten letztendlich die Code Coverage messen, und mit DBI Frameworks kann man sowas erreichen. Es gibt dann noch spezielle Frameworks, mit denen man herausfinden kann, welche Instruktionen ausgeführt werden, und zusammen mit symbolischen Informationen von der Compilezeit kann man herausfinden, was das Programm zur Laufzeit ausführt. Was man auch machen kann, ist Ausführungstraces aufzeichnen, also was letztendlich in der Anwendung zur Laufzeit passiert. Das heißt, man hat so eine Art zeitlosen Debugger, in dem man in der Zeit vorwärts und rückwärts scrollen kann und dann rausfinden kann, was in dem Programm passiert ist, ohne dass man es neu starten muss und neue Breakpoints setzen muss oder sowas. Woran ich auch vorher noch gearbeitet habe, waren Software-Seitenkanal-Attacken auf Krypto-Implementierungen.
Und das heißt, man konnte sowas nutzen, um Crypto-Code-Seitenkanäle auszunutzen. So, die große Frage, die sich hierbei stellt, wieso sollte man jetzt nicht einfach einen Debugger benutzen, denn Debugger können das alles tun. Also, das Problem mit Debuggern ist, dass die für menschliche Interaktion gedacht sind und nicht für Maschinen und sie sind halt ziemlich langsam. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dass ein Debugger an irgendein Ziel attached ist und wir im Debugger Continue drücken, dann passiert Folgendes im System. Der Debugger sagt dem Kernel, dass die Ausführung weitergehen soll. Der Kernel schedult das Target erneut. Das heißt, wir haben den ganzen Scheduling-Prozess und die Routinen, die da dranhängen. Dann trappt das Target auf irgendeinen Breakpoint. Das heißt, wir trappen zurück in den Kernel. Und dann entscheidet der Kernel, dass der Interrupt von dem Debugger behandelt werden soll. Das heißt, er wird dem Debugger ein Signal senden und den Debugger schedulen. Und wenn man das bei einem, das heißt, wenn man einen Breakpoint tatsächlich trifft, dann übertreten wir viermal die Grenze zwischen Programm oder dem Kernel. Also es ist ziemlich langsam und wie genau langsam? Vielleicht habt ihr solche Attacken schon mal bei irgendwelchen CTFs gesehen, wenn man ein Binary reverse engineeren soll, das ein Passwort überprüft, wo man dann die Ausführungszeit überprüfen soll. Vielleicht nicht die Ausführungszeit, sondern tatsächlich die Anzahl an Instruktionen, die ausgeführt wurde. Und man kann auf diese Art und Weise ein Passwort Zeichen für Zeichen reverse engineeren, dadurch, dass man einfach schaut, wie lange der Vergleich dauert. Hier unten sehen wir die Anzahl an Instruktionen, die ausgeführt wird. Und GDB ist sehr langsam und das heißt, wir sehen da oben, dass der Anzahl an ausgeführten Instruktionen sehr viel kleiner ist und das heißt, wir wollen nicht einen klassischen Debugger benutzen, sondern ein dynamisches Instrumentation Framework. Das heißt, wir wollen irgendwie den Kernel loswerden und tatsächlich die einzige Lösung, den Kernel loszuwerden, ist, die Instrumentation nicht mehr über Breakpoints zu realisieren, sondern im Target selbst zu implementieren. Es gibt dann verschiedene Techniken. Ja, und die erste Technik ist aus dem Source Code und jeder hat das schon mal gemacht. Man macht einfach einen Print Statement rein in den Code, um Informationen zu kriegen. Und im Wesentlichen ist das auch Instrumentation. Aber man könnte zum Beispiel auch schlauer sein und man könnte das automatisch machen zur Compile-Zeit mit einem Compiler-Plugin. Und die andere Möglichkeit ist, wenn man mit dem Binary arbeitet. Wenn man mit dem Binary arbeitet, dann gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Erstmal patcht man das Binary und baut da Hooks rein. Und das andere ist ein Dynamic Binary Instrumentation. Das erste ist ganz langweilig im Source Code. Und Static Binary Patching ist ganz grob und barbarisch eigentlich. Man muss vorher genau, wo man das einfügen muss und wie man das einfügen muss. Das geht manchmal auch nicht. Und deswegen geht es hier um Dynamic Binary Instrumentation. Also es gibt einige schon existierende Frameworks. Das erste ist Valgrind, habe ich schon kurz erwähnt, seit 2000 gibt es das schon, das ist Open Source, aber es gibt nur auf Unix und ist sehr komplex zu benutzen, aber die Instrumentation erstmal zu schreiben dafür. Dann gibt es Dynamorio, das gibt es seit 2002, ist auch Open Source und ist Cross-Plattform und Cross-Architecture, aber es ist sehr schwierig zu benutzen und im Wesentlichen muss man die Instructions in Assembler selber zusammenbauen und das ist sehr fehlerträchtig. Das andere ist Intel PIN, das ist das populärste eigentlich, denn das ist sehr benutzerfreundlich, aber es läuft nur auf Intel, ist Closed Source. So why we made our own? Deswegen, ja, warum haben wir unsere eigene gemacht? 2015 haben wir überlegt, was wir davon wollen, nämlich Cross-Plattform und Cross-Architecture und alle diese Frameworks wurden schon vor langer Zeit entwickelt und es gibt neue Sachen, die man probieren will. Wir wollen uns spezialisieren auf Mobile und Embedded Targets, weil wir damit vor allem arbeiten in unserem täglichen Arbeit. Und wir wollen ein einfacheres Design und modulares Design, sodass wir es zusammen mit anderen Reverse Engineering Tools zusammen benutzen können. Und auch, weil wir wollten auch uns spezialisieren auf Heavy
Instrumentation, also ganz viele Sachen instrumentieren, viele Daten kriegen können. Und ich, um das Folgende verstehen zu können, muss man wissen, was die, wie DBI eigentlich funktioniert. Das heißt, ich versuche das jetzt mal zu erklären, wenn ich es so richtig hinkriege. So, die also die einfache Idee ist, Dynamic Binary Instrumentation ist dynamisch die Instrumentation in den Code einzufügen, im Binary zur Laufzeit. Das heißt, wir gucken uns diesmal an, dass man disassembliert den Code, der ausgeführt werden soll, dann gibt man dem Instrumentation-Tool die Anweisung und der macht dann baut die Instrumentation und die Instrumentation wird dann in den Ausführungsfluss eingebaut und dann sieht man den Pac-Man zum Größenvergleich hier. Und dies sieht ganz einfach aus, aber es gibt einige Probleme mit dieser Grafik. Und Problem ist nicht Pac-Man, sondern was anderes. Das erste ist Disassembling. Wenn man das Binary kriegt, weiß man gar nicht, welcher Teil ist Code ist, denn Code ist Daten und Daten sind Code und es gibt sehr unvorhergesehbare Sprünge und man kann nicht einfach das Ganze disassemblieren schon vorher. Also man muss rausfinden, was der Code ist von dem Binary während der Ausführung. Was das bedeutet ist, man führt ein kurzes Stück Code aus, eine Reihe Instruktionen, die ausgeführt werden, und das hört dann auf mit einem Control Flow, mit einem Sprung zum Beispiel, das man nicht auflösen kann. Und guckt nur diesen Block an. Und dann guckt man, wo es hingeht, was als nächstes ausgeführt werden soll. Und da entdeckt man dann den nächsten Codeblock und führt dann den nächsten Codeblock aus. Und das ist ein kurzer Zyklus von der Ausführung. Und das andere Problem, was man hat, ist für die Instrumentation, den Instrumentation-Code, den man erzeugt. Denn dieser ist viel größer als der Originalcode. Es ist die Summe von dem Originalcode plus dem Instrumentation, den man dann zubaut. Und der Compiler versucht, das möglichst kompakt da reinzubauen und lässt nicht viel Raum. Es ist kein freier Platz übrig im Code von dem Binary. Also man kann es nicht direkt an derselben Stelle instrumentieren. Man kann es nicht direkt im Binary machen. Es ist nicht genug Platz. Das heißt, man muss es irgendwo anders hinschreiben. Und das bedeutet, man muss den Originalcode relocaten. Und relocating ist das Problem damit ist, dass die Speicheradressen zum Teil anders sind. Zum Beispiel hat man relative Sprünge und sagt 20 Bytes vorwärts springen. Oder wir müssen jetzt Daten adressieren, die eine bestimmte Anzahl Bytes entfernt sind von meiner Position. Und wenn man das durch die Gegend schiebt, dann werden diese Referenzen alle ungültig. Das bedeutet, wir müssen den Originalcode neu schreiben, um diese Referenzen wirklich gerade zu ziehen. Und in unserer Engine, die wir hier zeigen, in diesem Vortrag, das nennen wir das Patching. Das heißt, wenn man alles zusammenfasst, das ist der Lebenszyklus von einer DBI-Engine. Man fängt mit dem Disassemblieren an, das erste Stückchen, dann patchen wir das, damit das relocierbar wird, dann kommt die Instrumentation dazu und dann assemblen wir das wieder ins Ausführbare, irgendwo anders hin und dann können wir es ausführen. Und wenn die Ausführung passiert ist, dann gucken wir, wo das nächste Stück Code ist und machen es damit weiter. So, nachdem Cedric jetzt die Low-Level-Abstraktionen mal erklärt hat, schauen wir. So, as Charles said, we have seen like the basic principle of the DBI. Wir möchten jetzt unser eigenes DBI designen. Das heißt, basically a DBI start from an entry point and do like automatic discovery of the code. Ja. And then work on what we call a basic block. So und wir haben diese basic blocks und das ist die Execution. Wir haben jetzt keinen Ton mehr so vom Vortrag. At the end of a basic block, you have a terminator instruction, which can be a jump, for example.
Let's go to another one. With this kind of structure, the control flow just go on. I mean, you start a function and it just executes every basic block. You don't have any way to interact with it. So what we want is some kind of under control flow. And by this, I mean, we want, after the first block, to take the control back. We want to be able to skip the jump or force it, modify it, to jump inside our own code. There we will execute the logic of the engine, and we will be able to go to the next basic block, and so on. But here, in fact, everything is about keeping control of the execution. And this is much more difficult than we can expect. Because what we want, it requires to modify the original instruction of the binary. But we don't want to modify the original behavior of the software. We want to be able to execute it as it was untouched. And this is quite difficult and requires lots of low-level tools. So what do we need, in fact? Very, very simple thing. We need a multi-architecture disassembler. And we also need a multi-architecture assembler. And if possible, it should be also cross-platform, please. And we need some kind of an intermediate representation to work on. And this representation should be a link between the disassembler and the assembler. So these requirements were quite strong. And also, what we don't want, well, basically, we don't have unlimited resources. So if possible, we don't want, in fact, to implement a multi-architecture disassembler and assembler. And also, about the intermediate representation, we don't really want to pass every single manual for every CPU of every single architecture we want to support. Because I like developer manual, but are not that fun. So we don't have 10 years to spend on parsing them. But things are changed recently. Since a few years, there is a new player. This player is called LLVM. What is LLVM? LLVM basically was created to focus on compiler technology, and especially just-in-time engine. But basically, LLVM is the core foundation, a core framework of a very well-known software today, which is the Clang compiler. I'm sure like everybody in this room knows the Clang compiler. But it's more than this. It's like a whole toolkit that provides tons of things to play with. So, hier sind wir wieder. Wir haben jetzt wieder Salto und wir müssen jetzt irgendwo wieder anfangen. Also, tatsächlich hat LVM schon alle Features, die wir brauchen. Es unterstützt alle wichtigen Architekturen, die wir brauchen. x86, 8664. Es unterstützt, es bietet sowohl einen Disassembler als auch einen Assembler und mehr als nur das, denn es hat vor allem auch diese Intermediate Representation, also diese Zwischensprache, die eben zwischen dem Code und dem Assembler steht. Manche von euch haben bestimmt schon von dieser Intermediate Representation gehört. Aber okay, nein, das ist gar nicht genau das. Und es ist nicht die Intermediate Representation, die im Compiler-Pass verwendet wird, sondern es ist eine noch etwas tiefer, also näher am Assembler liegende, die heißt LVM Machine Code, also kurz MC, und die ist eben die Sprache, die zwischen Disassembler und Assembler genutzt wird. Steht aus, schauen wir uns mal in dieser kleinen, einfachen Instruktion an. Bei DBI ist tatsächlich eine Instruktion einfach nur eine Sequenz von Bytes. Und was LVM uns bietet, ist, dass wir dem einfach diese Liste an Bytes geben können. Und LVM bietet uns diese Struktur hier. Das ist tatsächlich schon eine Intermediate Repräsentation. Das ist ziemlich einfach. Man hat die Instruktion. Die Instruktion besteht aus einer Liste von Operanden.
Aber man hat die ganzen interessanten Informationen, die man braucht, schon hier und damit können wir schon arbeiten. LVMMC ist sehr minimalistisch, es gibt nur ein paar Strukturen. Und das ist ziemlich generisch. Das heißt, alle Architekturen benutzen dieselbe Repräsentation. Das heißt, wir können dann Dinge auf eine generische Art und Weise tun. Aber es verrät uns schon viel über eine Instruktion. Zumindest alles, was wir brauchen, um damit zu arbeiten. Aber der Nachteil ist, dass es dadurch, dass es so einfach ist, relativ rohe Datenstruktur ist. Es ist relativ schwer, damit komplizierte Dinge zu tun. Und sie wollten es generisch halten und mussten deswegen einige Kompromisse eingehen. Es gibt zum Beispiel sehr viel Glue-Code und es macht die Benutzung von diesem Layer relativ kompliziert. Wir wollen zum Beispiel Instruktionen erstellen, was wir bei DBI brauchen. Wenn jede Instruktion dieselbe Repräsentation nutzen würde, dann wäre es ganz einfach, aber tatsächlich ist das in Wirklichkeit alles ein bisschen unterschiedlich. Zum Beispiel haben wir dieses Beispiel hier, jetzt eine Serie von Operanden, die dann in einer Instruktion kopiert sind. Aber diese Repräsentation ist nicht dokumentiert, sie ist nicht standardisiert. Das heißt, jede Instruktion benutzt möglicherweise ihr eigenes Encoding und um das zu wissen, muss man tatsächlich auf den Glue-Code schauen. Und das ist eigentlich nicht dafür gemacht, dass man damit großartig arbeiten kann. Wir möchten Instruktionen auch patchen, das heißt, wir wollen die modifizieren. Wenn wir zum Beispiel auf den Jump schauen, ist es ziemlich einfach, nur eine Instruktion und ein Operand, der in Immediate ist. Das heißt, wenn wir es modifizieren möchten, dann müssen wir von dem hier auf das hier gehen. Es sieht total anders aus, das seht ihr hier. Und wir möchten auch Binary Patches machen, also eine Serie von Transformationen, die wir auf den Code anwenden. Hier ist auch wieder ein einfaches Beispiel. Das ist zum Beispiel, also was könnte zum Beispiel eine Instruktion sein, die wir patchen möchten? Zum Beispiel das hier, das ist eine Referenz auf Speicher, die den Programmcounter involviert. Und das heißt, wenn wir, und das dadurch, dass die auf den Instruction Counter auf den Wert des Instruction Counters abhängt, können wir die nicht einfach im Code verschieben, weil sich dann eben der Wert vom Instruction Counter ändern würde. Das heißt, was wir machen müssen, auch wenn wir noch andere Instruktionen haben, wir müssen dann das Register mit dem Programmcounter ersetzen mit einem anderen Register, in dem dann die originale Adresse steht, sodass, wenn wir dann diese Instruktion ausführen, ist dann die Speicheradresse, die wir jetzt laden, dieselbe ist wie im originalen Programm. Aber das heißt, wir verändern das Verhalten vom Programm tatsächlich, denn wir verwenden jetzt auf einmal das R1-Register. Das heißt, wir müssen dieses Register auch irgendwo sichern. Und nachdem wir das alles also diese modifizierte Instruktion dann ausgeführt haben, müssen wir auch das gebackupte Register wieder restaurieren, also auf den originalen Wert zurücksetzen vorher. Und das ist tatsächlich alles relativ kompliziert, wenn man das dann alles auch noch in dieser Intermediate-Sprache machen muss. Also das Encoding ist relativ eklig, damit direkt zu arbeiten. Und das hier war jetzt tatsächlich jetzt nur ein ziemlich einfacher Patch und das kann relativ schnell sehr komplex werden, wenn wir komplexere Programmabschnitte haben. Ihr habt ja auch gesehen, dass wir Register backuppen mussten und ihr könnt jetzt schon sehen, dass das nicht unbedingt der einzige Patch sein wird, den wir machen müssen, wenn wir ein Register sichern müssen, sondern wir müssen eventuell eine ganze Reihe von Dingen da tun und das müssen wir irgendwie sauber abstrahieren, um diese Komplexität handeln zu können. Ja, und hier haben wir unsere magische Engine, die Patch Engine, so heißt sie. Und als Eingabe bekommt es eine Instruktion, die Originalinstruktion, und dann transformieren wir die durch eine Abstraktion und die Ausgabe ist eine oder mehrere
Befehle oder Instruktionen. Dafür haben wir eine Vision, diese verzerrte Vision. Und wir haben gesagt, okay, vielleicht können wir die Schritte identifizieren, die wir brauchen, um die Transformation anzuwenden. Vielleicht können wir sagen, dieser Patch ist in Wirklichkeit nur eine Serie von Transformationen. Einige davon sind völlig generisch. Und vielleicht können wir einfach die anders anordnen und die sozusagen integrieren in einer domainspezifischen Sprache, die dann darauf spezialisiert ist, Binaries zu patchen. Und ein Teil der Idee war, diese Instruktion, selbst wenn die Repräsentation generisch ist, will trotzdem alles architekturspezifisch sein. Das heißt, der Patch wird architekturspezifisch sein, aber vielleicht kann die Sprache trotzdem generisch sein und für mehr als eine Architektur brauchbar sein. Und nach einigen Kopfschmerzen haben wir dieses Schema gemacht, und ich will hier nicht genau alles erklären, aber was wir erklären können, ist im Wesentlichen, ist das Problem, was wir haben, ist, wir haben zwei Wörter und das von dem DBI, das heißt, wir haben Interaktion zwischen den beiden, das heißt, die Idee der Abstraktion ist, etwas besser zu organisieren, und man sieht hier die Beziehung zwischen den beiden Teilen. Indem wir diese Beziehung identifizieren, versuchen wir, eine Abstraktion herzustellen, die uns erlaubt, dann einfacher zu arbeiten mit dem Binary, um das ganz komplizierte Thema möglichst einfach zu beschreiben. Und ich zeige euch, was das ist. Dieses zum Beispiel, das ist ein Teil der Sprache und es ist etwas, was ein temporäres Register ist. Ihr kennt temporäre Register, wie haben wir zum Beispiel in diesem Beispiel gesehen, das ist das gleiche Beispiel wie vorher. Und dies war das temporäre Register, und wenn man etwas wie dieses hier machen will, eine Serie von Befehlen, dann können wir einfach nur sagen, ich will ein temporäres Register haben. Ja, dann sagen wir einfach temp. Und das Register wird ausgewählt, als ein freies Register wird ausgewählt von der Engine und bekommt einen Namen, eine ID, sodass man später darauf zugreifen kann. Und indem wir damit arbeiten, wird das gesichert und ich muss dann die Originalinstruktion modifizieren. Um diese Modifikation zu machen, ist, was wir tun, im Wesentlichen, wir ersetzen das Register in dem Originalbefehl, das heißt, wir ersetzen dieses Register durch das temporäre Register und das Originalregister, was der Program Counter ist, gehen wir um auf die temporäre Referenz und Variables and things like this. Wir haben Variablen und Keywords. Eine andere Idee ist, dass wir im Wesentlichen, wir wenden nur eine Reihe von Regeln an auf das Binary, um das zu patchen. Das heißt, wenn man es patchen will, dann heißt das, es gibt eine Notwendigkeit oder eine Bedingung dafür, zum Beispiel für die Beschränkung von Inputs. Und wir wenden eine Serie von Aktionen an, die können zum Beispiel unsere Transformationen sein, die wir anwenden wollen. Wir gucken uns das mal an hier, was wir eine Regel nennen, eine Rule. Das ist einfach nur aus dem Originalcode. Und das ist unser Patch. Hier ersetzen wir den Program Counter mit einem temporären Register. Und man kann hier sehen, es gibt hier eine Bedingung. Das ist nur eine Regel. Und die Regel ist, du musst hier ein Register benutzen. Und die Action ist, nur einige davon, von diesen Regeln, ich gehe hier nicht weiter ins Detail, aber hier gibt es zum Beispiel Ersetzen durch temporäres Register.
Eine schöne Sache von dieser Regel ist, dass sie völlig generisch ist. Und es ist dieselbe Regel, die wir auf ARM benutzen und auf x86-64. Und ein anderes Beispiel ist, es ist nur ARM. Und hier ersetzen wir das auch. Wir ersetzen durch ein temporäres Register. Ist etwas komplexer als vorhin, aber wir haben hier eine Bedingung, die für mehrere Instruktionen gilt. Aber wir haben das Ähnliche, wir haben Keywords und Variablen und Ähnliches. Das heißt, was haben wir heraus gelernt? LLVM ist ein magisches Stück Software, ist sehr robust und es hat uns eigentlich gerettet hierbei. Aber das Problem, was wir hatten, war, die Intermediate Representation war so simpel und so einfach, dass es sehr kompliziert wurde, damit zu spielen. Und man kann zum Beispiel in komplizierten Switch Cases funktioniert es nicht mehr, sondern das heißt, wir müssen uns auf die Abstraktionen konzentrieren und sehen, wie kompliziert das war, diese Abstraktionen zu machen. Und es ist immer noch in der Arbeit und noch nicht fertig. Diese relativ komplexen Transformationen, wenn wir dann was Einfaches übersetzen, also das einfacher zu lesen ist. So. The remote to shards for the next part. Ich werde jetzt weitermachen mit dem nächsten Teil, in dem es darum geht, wie man Cross-Architektur-Support angeht. Viele DBI-Framework, wie zum Beispiel die von Intel, hatten Probleme, andere Architekturen wie zum Beispiel ARM zu targeten. Und das Problem ist, wenn man dann nicht von Anfang an drüber nachdenkt, dann wird das ziemlich komplex, im Nachhinein drauf zu bauen. Und ich werde jetzt im Folgenden zeigen, wie wir dieses Problem angegangen sind. Wenn man darüber nachdenkt, was in dem Prozess passiert, dann kann man diesen Platz eigentlich im Prinzip in zwei Entitäten aufteilen. Einmal den Host. Der Host, der enthält die DBI-Engine und das Instrumentationstool. Und der zweite Teil ist der Gast. Der Gast beinhaltet das originale Binary und den instrumentierten Code. Das heißt, diese Terminologie haben wir so ein bisschen aus der VM-Welt geklaut, weil das in dem Kontext Sinn macht. Aber gleichzeitig ist das ja keine virtuelle Maschine. Diese Kontexte teilen sich ja den gleichen Speicher, weil sie ja eben einfach der gleiche Prozess sind. Und das heißt, wir müssen zwischen diesen Kontexten im Prinzip jeden Zyklus wechseln. Aber wir bekommen hier nicht die Hilfe vom Kernel, wir haben keine Virtualisierungsinstruktionen oder sowas, die uns hier geschenkt werden an der Stelle. Das heißt, wir müssen im Prinzip den CPU-Kontext jedes Mal, wenn wir zwischen Gast und Host wechseln, sichern und wiederherstellen. Und wir müssen dabei aber jede Art von Seiteneffekt auf den Gast vermeiden, weil der Gast eben nichts von diesem DBI mitbekommen soll, dass da im Prinzip ein separater Prozess innerhalb des Prozesses läuft. Das heißt, wir können den Stack nicht modifizieren, wir können auch den Registerinhalt nicht modifizieren, weil es ansonsten crashen könnte oder es bemerken könnte. Und der einzige Weg, wie man das irgendwie auf die Reihe bekommen kann, ist, dass der Gast relative Speicherzugriffe machen können muss. Wir können die Adresse nicht einfach in einem Register berechnen und dann irgendwo auf dem Stack speichern, weil wir den Stack nicht modifizieren dürfen. Das heißt, wir müssen direkte Speicherzugriffe machen. Aber relative Adressierung ist relativ eingeschränkt auf den meisten CPU-Architekturen. Bei x86 hat man relativ breite Sprungmöglichkeiten, aber unter ARM hat man beispielsweise nur 12-Bit. Und das heißt, wir sind plus minus 4096-Bit limitiert auf ARM. Und das heißt in Summe, dass wenn wir einen Context-Switch implementieren wollen, der auf verschiedenen Architekturen funktioniert, dann
letztendlich eine Situation, wo der Host-Speicher sehr nah am Gastspeicher dran liegen muss, den wir instrumentiert haben. Das andere Problem ist, dass wir mit Data Execution Prevention, also Ausführungsschutz, klarkommen möchten und koexistieren möchten. Und das Problem ist, dass wir manche Speicherumgebungen eben aufgrund der Data Execution Prevention manche Speicherseiten nicht gleichzeitig schreib- und ausführbar haben können. Und was wir machen, ist deswegen, dass wir einen Codeblock auf eine Page legen, die nur lesbar und ausführbar ist, und auf der anderen, die schreibbar, aber dafür nicht ausführbar ist. So, das heißt, wir haben hier oben die Read-Execute und unten die Read-Write-Page. Und der erste Abschnitt in der Read-Execute-Seite ist der Prolog, und der wird verwendet, um den Context-Switch zu machen. Und was dabei passiert, ist einfach nur den Host-Kontext zu sichern und den Gast-Kontext zu laden. Und das wird alles mit relativer Adressierung zu machen. Und der Epilog macht einfach genau das Umgekehrte. Und zwischendurch läuft die Engine. Und die Idee dahinter ist, dass man die Instrumentation-Daten an den Instrumentierungscode bindet. Das heißt, diese Daten sind dann direkt adressierbar, und wir haben jetzt eben über eine Speicherseite gesprochen, und das ist meistens dann 4 Kilobyte, und das heißt, das ist relativ viel Platz, wenn wir so kleine Blöcke haben und dann ganz viele davon brauchen, dann könnten wir ziemlich leicht zu viel Speicher verbrauchen. Und das heißt, wir müssen auf irgendeine Art und Weise mehrere instrumentierte Basic Blocks in den Code Block packen. Und da muss man dann ein paar Tricks anwenden. Das heißt, Dinge werden komplexer. Das ist das, was wir dann am Ende erreicht haben. Wir haben hier am Anfang einen sogenannten Selector, der im Prinzip einfach nur ein Jump ist, irgendwo in den Codeblock rein. Und das ist im Prinzip ein programmierbarer Jump. Aber wir können den Codeblock nicht modifizieren, weil es ja eben nur Read-Execute ist. Und das heißt, was es tut, ist ein Jump zu einer Adresse, der im Data-Block ist. Und wir springen jedenfalls dann zu einem Basic-Block, und jeder Basic-Block springt aber am Ende wieder zu einem Epilog. From the data space, von dem Data Space for things we call constant and shadows, basically. Also wir haben hier Kontext und Shadows, also die Instrumentationskonstante ist, wir müssen den Programmzähler auf x86 funktioniert das sehr gut, wenn man 64-Bit-Immediate-Adressierung hat, aber auf ARM ist man sehr limitiert für die Größe der Immediate-Adressierung, die man in ein Register laden kann, und wir müssen das auf ARM anders machen, und wir haben erst ein Stück Code, dann ein Stück Daten und kann das dann adressieren. Und es funktioniert dann auf ARM genauso, ohne zu viel Platz zu verschwenden. Das Interessantere ist, was wir Instruktionsschatten nennen, Instruction Shadows. Das ist nicht ganz neu, das ist an Valgrind angelehnt. Wie Valgrind Speicherallozierung trackt, ist, dass sie einen Speicherschatten, einen Memory Shadow anlegen für jeden Speicherbereich, den man anfordert, bekommt es einen zusätzlichen Schattenbereich für Bits, die auf bestimmte Speicherbereiche zeigen, und man hat dann einen Shadow von dem Speicher, und das ist verbunden mit dem tatsächlichen Speicher. Und wir wollten das Gleiche machen, aber für Instruktionen. Und es ist eine Methode für uns, diese Variablen zu abstrahieren in dem instrumentierten Code.
Inline-Instrumentierung einfach zu machen. Und der Haupt-Use-Case ist im Moment, Speicherzugriff aufzuzeichnen. Und das ist ein Problem. Es ist natürlich ein Speicherzugriff, nicht alles, was in deinem Programm passiert, aber um Speicherzugriffe aufzuzeichnen, man muss das vor und nach der Instruktion instrumentieren. Das heißt, man muss sehr viel Instrumentierung dazu bauen. Und wenn man den eigenen Code hat, dann muss man wieder Context-Switches machen und man macht dann pro Instruktion 2 Context-Switches und dann wird die Instrumentierung auch sehr langsam. Das heißt, die Lösung ist, was wir Inline-Instrumentation genannt haben. Und was man macht, ist, man kodiert den Speicherzugriff wieder in Assembler neu, ohne das Instrumentierungstool zu benutzen. Und die Schatten werden dafür benutzen, für die Instruktionen, die Speicherzugriffe machen, dafür erzeugen wir diesen Shadow und dort werden die Speicherzugriffe in dem Shadow gespeichert. Und man kann einfach diesen Basic-Block ausführen und am Ende guckt man einfach im Schatten nach und weiß dann, welche Adressen transferiert wurden und auf welche zugegriffen wurde. Und ja, und um das dann alles umzusetzen in einem Cross-Architektur-Kontext, das wird alles nicht so ganz einfach, denn wir brauchen zum Beispiel eine Abstraktion, um Speicherseiten zu allokieren oder Page-Zugangs-, also Schreib- oder Leseberechtigung zu ändern. Und wir wollen das alles im Speicher machen. Wir wollen jetzt ganz zusätzlich Binary oder sowas erstellen, das dann auf der Festplatte liegt. Und das ist leider nicht so einfach, dass wir einfach zusätzliche Sections in irgendeinem Binary erstellen können. Aber tatsächlich hilft LLVM uns auch hierbei. Denn als LLVM tatsächlich gestartet wurde, hieß es Low-Level Virtual Machine. Das heißt, sie hatten da so eine Art Bytecode, der im Prinzip auf verschiedenen Architekturen ausführbar war. Und dadurch, dass es eine Just-in-Time-Engine war, war es eigentlich gar nicht so weit weg von etwas, das ein Dynamic Binary Instrumentation Framework ist. Wir können jetzt natürlich nicht diese Engine genauso benutzen, denn obwohl es einige Features hat, die auch bei uns funktionieren, passt nicht so ganz in unseren Use Case. Aber LVM bietet uns all die Möglichkeiten, genau das, genau sowas zu implementieren. Es hat eben diese ganzen Cross-Architektur-Abstraktionen und die den Low-Level-Intermediate-Sprache, die wir eben gesehen hatten. Und das heißt, was haben wir gelernt dabei? LVM ist sehr geeignet, um einen Just-in-Time-Compiler zu bauen, aber Dynamic Binary Instrumentation in eine Just-in-Time-Engine von Anfang an reinzudesignen, ist relativ schwierig. Und man muss dann tatsächlich auch über Portabilität, wenn man das haben möchte, von Beginn an nachdenken. Man sollte das nicht im Nachhinein draufbauen. Also all das ist, da gibt es dann halt noch einen kleinen Teil von unserem Projekt, nämlich QBDE, was QuarkSlab Dynamic Binary Instrumentation bedeutet, also sehr kreativ von unserer Seite. Es ist Cross-Plattform und Cross-Architektur DBI Framework. Und Cross-Plattform bedeutet in diesem Kontext, dass es auf Linux, macOS, Windows, Android und iOS läuft und dass es benutzerfreundlich ist. In den letzten Monaten haben wir uns eben darauf konzentriert. Die Challenge dabei ist, dass es eine relativ komplizierte Engine ist und relativ komplex ist. Und was wir eben bieten möchten und glauben, dass wir es haben, dass wir einfach zu benutzende APIs und gute Doku bereitstellen und machen alles einfach, indem wir Binärpakete für die Betriebssysteme bereitstellen, die wir unterstützen. Die Grundphilosophie ist, dass die Kernengine nur das Allerwichtigste unterstützt, was QBDI
bereitstellt. Das heißt, die Idee war, dass die Sachen einfach gehalten werden soll. Das heißt, dass man Nutzer nicht zwingt, Sachen genau auf unsere Art und Weise zu machen. Das heißt, wir haben nicht genau nur eine Methode, die man benutzen muss, um Binary zu indizieren und dass Nutzer dadurch limitiert werden, sondern was wir am Ende haben, ist eine Möglichkeit, unser Modul einfach zu integrieren in euren Use Case. Wir haben zum Beispiel Python-Bindings erstellt, sodass man sehr schnell experimentieren kann. Und wir haben eine sehr gute Integration in Frida. Ich bin mir sicher, viele von euch kennen das. Das ist ein sehr schönes Framework, um Binaries zu instrumentieren, auf eine etwas andere Art und Weise. Und QBDI und Frida passen sehr gut zusammen. Das zeigen wir nachher auch in einer Demo. Die aktuelle Roadmap, die wir haben, ist, dass wir ARM noch besser unterstützen wollen. Aber im Prinzip ist es einfach nur, dass wir zusätzliche Regeln definieren müssen. Zum Beispiel für ARM, gerade auch ARM64 an der Stelle. Wir müssen bei Speicherzugriffen noch ein bisschen aufholen, zum Beispiel Single-Instruction Multiple Data Accesses oder Multithreading Support und Exception Handling. Das ist tatsächlich auch noch ein offenes Thema. Und es liegt daran, dass wir die Kern-Engine möglichst einfach halten wollten und wir uns deswegen noch nicht darum gekümmert haben. Also, damit kommen wir jetzt zur Demo. Die erste Demo ist von der Engine selbst und die Python-Bindings. Das heißt, wir müssen... Ja. So, ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht jetzt. Maybe we should just drag and drop this. Jetzt sollten wir das nochmal... Ja. Yeah. Okay. Oh, I think it's okay. Ich glaube, das geht so. So, yeah. It's a very simple demo. Es ist eine ganz einfache Demo. Ich wollte nur zeigen, wie einfach und wie das gemacht haben, die API. Und es ist ein einfaches Programm, was sein Passwort checkt. Und wenn man einfach nur die Software anguckt, kann man das nicht einfach finden. Und deswegen mein Kollege hat eine seltsame Tastaturbelegung hier, aber ja, und ja, was wir versuchen wollen, ist, jeden Speicherzugriff zu protokollieren von diesem Programm. Und es passiert ganz viel hier. Wir gucken einfach nur die Schreibzugriffe an. Wir benutzen die Python-Bindings und dieses Callback. Wir machen einfach nur zwei Sachen. Wir machen den Speicherzugriff-Callback und wir lassen die Engine von Anfang bis Ende laufen. Hier ist der Memory Callback und es ist eine Analyse der Instruktion gemacht und das ist Informationen über den Speicherzugriff und schreiben dann einfach nur den Wert, bla bla bla. Und ja, wunderbar. Und so, ja. Is there your password somewhere? No. Ist da irgendwo dein Passwort? Nein, nein, aber vielleicht einfach nur starten jetzt. So. Okay. We want to run it. Wir wollen es starten. Not in the history because it was too easy. Ist nicht mehr in der History. Das wäre ja zu einfach. Und okay, so hier, so jetzt. Los geht's. Hier können wir das laufen lassen und man sieht, es sind ganz viele Speicherzugriffe.
die hier vom Programm gemacht werden. Und hier ist noch nicht sehr gut lesbar, sehr viele Zeiger. Und wir wissen, es ist ein Passwort und wir wollen es nach Speicherzugriff filtern, die nur ein Byte lang sind. Und wir gucken hier, ob die Größe 1 ist und drucken es nur, wenn die Größe 1 ist. Und das, dann lassen wir das laufen hier. Und das ist interessanter jetzt. Wir können hier sehen, dass wir den Wert des Bytes rechts und viele Informationen, die viele Instruktionen, die hier ausgegeben werden, und was wir jetzt noch machen können, ist, wir machen einfach das Gleiche, aber wir filtern auch, ob das XOR-Instruktionen sind, und gucken mal, was wir jetzt bekommen. Und ja, und jetzt ist nicht mehr so viel, sind nicht so viele XOR-Instruktionen übrig geblieben. Es sieht etwas zufällig aus, aber das Ende ist interessant, denn die sind immer in demselben Speicherbereich und das sieht nach ASCII aus. Und das letzte, die letzte ID ist, die Bytes nacheinander in einen Puffer zu schreiben, und das heißt, man übergibt einen Parameter an das Callback und jede dieser Befehle wird einfach an ein Array hinzugefügt und dann druckt man das aus am Ende. Und wenn wir das machen, dann können wir hier sehen, wir haben etwas Müll und am Schluss dann ein Passwort, der aussieht wie Import Triton. Und jetzt machen wir, aha, das Passwort ist korrekt. Wir haben einfach damit das Passwort gefunden jetzt. Und man sieht ja, wie einfach dieses Binding ist, und es ist gar nicht so schwierig, ein BDI zu verwenden. Okay, wir haben Zeit für noch ein Demo. Ich will aber erstmal vielleicht. Okay. I will try to do it on the remote screen. Ich versuche das mal auf dem Remote Screen zu machen. Yeah, ja, aber wenigstens. Wir haben noch ein Demo-Binary, das will ich mal starten hier, das ist nur kurz, aber wir machen es einfach hier jetzt größer und dann können wir es sehen. And to understand what it does. So, wir wollen verstehen, was das macht. Und wir versuchen das mit dem Frida Framework. Okay, so it's. I rebooted my laptop, in fact. Ich okay, so you mean, first we will das mit meinem Laptop hier. Zuerst laden wir Frida. Ja, Demo Failure. Und, das Demo funktioniert nicht immer so. Und dann laden wir das Binary. Und das ist, glaube ich, hier. Das Frida Framework. Und dann sagen wir, ich will das Demo-Binary laden. Okay. Jetzt haben wir Frida gestartet hier. Okay, ich übernehme die Kontrolle und jetzt sind wir in Frida. Das ist die Frida-Umgebung. Die meisten von euch kennen das vielleicht, die Frida benutzen. Was wir damit machen können, ist zum Beispiel sowas wie, ich habe das reverse-engineertes Binary und ich habe eine Funktion, die heißt secret. Und was ich mache, ist, ich rufe mit der Frida API, will ich die Adresse von Secret rausfinden. Und wir brauchen eine Eingabe zu dieser Funktion. Und im Wesentlichen werde ich einfach einen String als dem als Input übergehen. Und das macht eine Remote-Speicherallozierung. Und so kann ich dann sagen, ich möchte eine native Funktion. Und das ist wie eine JavaScript-Funktion, die eine Funktionsadresse aufruft,
die wir aufgelöst hatten hier. Und dann mache ich jetzt secfunk. Secfunk Input. Und was Frieda dann macht, dann ruft es diese Remote-Funktion auf mit diesem Input. What we can do und was wir hier machen können, wir haben jetzt mit dieser BDI-Integration und wir können einfach die DBI einfach dieses hier machen und wir haben jetzt ein VM-Object und damit erzeugen wir einen CPU-Status. Like the compression, very easy, juhu. And then we will create dann erzeugen wir einen Stack. Weil wir so viel Zeit haben und was wir im Wesentlichen gemacht haben, wir haben eine virtuelle CPU und haben den Zustand initialisiert und einen virtuellen Stack. Und was wir jetzt machen müssen, ist, okay, wir wollen instrumentieren, wir wollen das Demo-Binary instrumentieren. Und das hier ist dafür da, um den Aufruf der externen Library zu unterbinden und wir können aussuchen, welchen Code wir instrumentieren wollen und wir wollen nur das Binary selbst und nicht die Library und wir rufen es einfach auf. Wir benutzen den Function Pointer von Frieda und haben dann eine Liste von Argumenten. Und das ist Input. Und wir haben genau denselben Output und denselben Rückgabewert. Aber wir haben genau dasselbe Ding. Das heißt, das BDI funktioniert. Und was wir jetzt machen können, ist, jetzt bauen wir die. Wir haben jetzt nur den Originalcode in der BDI ausgeführt und jetzt machen wir die Instrumentierung. Und dafür müssen wir nur etwas erzeugen wie ein Instruktions-Callback. Ja, ganz einfach. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe eine JavaScript-Funktion erzeugt, die zur Laufzeit aufgerufen wird, bei jedem Funktionsaufruf, für jede Funktion. Und das macht einen Dump der General Purpose Register und macht eine komplette Analyse der Instruktion, macht dann eine Disassemblierung auf die originale Adresse. Und das wird vom BDI gemanagt und es gibt Cache und eine Menge andere Sachen dahinter. Und wir wissen nicht genau, was dahinter ist, aber das ist alles Magie. Und danach brauchen wir nur noch den Callback hinzuzufügen. Und was ich jetzt frage, ist, einen Code-Callback zu machen vor jeder Instruktion. Und da rufe ich meine JavaScript-Funktion auf. Und jetzt ist der Callback hinzugefügt und wir können einfach zurückgehen und die wieder aufrufen, die Input-Funktion nochmal aufrufen und schon fertig. Jetzt haben wir diese JavaScript-Funktion, die jedes Mal aufgerufen wird und für jeden Befehl haben wir die Adresse und den Befehlen und den kompletten Kontext der Register. Und es ist ganz schön viel. Und dazwischen haben wir immer den Aufruf der externen Library und dann springen wir aus dem BDI raus und in die libc-Funktion, die irgendwas macht. Und dann haben wir eine Return Instruction und gibt 0 zurück, also funktioniert alles so wie vorher. Also, QDBI ist ein Open-Source-Projekt. Wir haben es vor ein paar Tagen veröffentlicht. Und bitte zögert nicht, es zumindest mal auszuprobieren. Es ist unter einer permissiven Lizenz freigegeben. Das heißt, wir sind froh über Pull-Requests und es gibt auch einen Channel auf Freenode. Das heißt, schaut es euch einfach mal an und kommentiert mit uns, falls es euch interessiert. Wir möchten unserem Kollegen bei QuarkSlab danken für den ganze Unterstützung und die Beta-Tests und besonders an Paul und Joe, die sehr viel an diesem Release mitgewirkt haben. Ja, und auch generell vielen Dank an QuarkSlab, unsere Firma,
die uns erlaubt hat, diese Software unter einer permissiven Lizenz zu veröffentlichen. Vielen Dank. See if you, yeah. If you want to ask questions, it's like a speed dating. We only have 1 minute 10 seconds. Wenn ihr Fragen stellen wollt, ist ein bisschen Speed Dating. Wir haben nur 1 Minute Zeit. I'll try, hopefully, a quick answer. Ich versuch's mal. Könnt ihr das mal gegenüberstellen zu D-Trace und wie D-Trace mit User Space arbeitet? D-Trace ist ganz cool, und aber es ist nicht wirklich Cross-Plattform und nicht Cross-Architecture. Also der wichtigste Punkt ist, hier gibt es die Granularität, und die Granularität ist einzelne Befehle, und man kann auch vor und nach jedem Befehl das machen, und das kann nur ein DBI machen, ein BDI, und wenn man, oder wenn man zu viel Zeit hat. Aber das ist die Hauptunterschied, und sie ergänzen sich eher gegenseitig. Entschuldigung, ich muss den Vortrag an dieser Stelle dann beenden, weil wir keine Zeit mehr haben. Der nächste Talk ist in 15 Minuten und der heißt Growing Up Software Development. Vielen Dank.